So, ja, worum geht's denn heute? Ich spiele ja den E100 teamdienlich normalerweise. Also ich gehe dahin, wo Hilfe gebraucht wird. Ich werde mal jetzt mal 2 oder 3 Runden mit dem E100 wirklich nur Gold schießen. Ja, für den höchsten Damage und nur dahin fahren, wo ich auch sofort Damage machen kann. Also, ne, nicht irgendwie aufs offene Feld raus oder sonstiges, sondern immer schön in die Stadt. Hab auch dementsprechend viel Gold dabei. Gucken wir mal, was wir so damage-mäßig hier rausholen. Kleiner Scherz nebenbei. Ich brauche nicht geschoben werden, ne, Kollege? Hallo? Ich brauche niemanden, der mich schiebt. Hallo? Ich habe selber einen Motor und Benzin habe ich auch genug getankt. Gottchen, ey, geh doch mal weg da bitte. Mein Gott! Immer dieses Blockieren, Mann, mit den Low Tiers, Junge. Wo gehen die Schüsse hin, Mann? Wo zur fucking Hölle gehen diese Schüsse hin? Ja, alles klar. Gott, der Allmächtige, mit was für Trotteln bin ich schon wieder zusammen. Ey, heute den ganzen Tag. Ja, genau, Goldtomato bin ich auch. Und jetzt steh dazu. In der weltgrößte Tomato Gold schießende Move, was auch immer du willst. Bin ich. Ich stehe auch dazu. Gott. Erwischt.
Gott, der Allmächtige! Ey, kann keiner resetten? Was ist los? Oh Gott, Alter, was ist denn schon wieder los, Mann? Ey, ihr wisst nicht, Mann, wir haben Mittwoch, ne? Heute den ganzen Tag krieg ich's... Ey, pass auf, du wirst das gleich sehen, ob du mir glaubst oder nicht. Ja, guck's dir an. AT0, 1390 0, T92er fast 0. Was soll ich dir sagen, ey? Die spielen alle im 0- bzw. 300er Bereich. IS4, der Held des Tages, geht cappen, weißt du? Hier, mit so Leuten werde ich zusammengeschmissen, Alter. 24.000 Gefechte hier. Verschieße. Was hat der Gegner wieder gehabt? Ja, natürlich wieder die, ach nee, auch ein Noob. Aber wie hat er das hingekriegt, Damage zu machen? Weiß keine Sau. Hier, 7000er, 8000er. Okay. Tja, hier. Nach Erfahrung. Platz 2. Nach Schaden, Platz 2. Okay, komm. Nächste Runde nicht so viel rumheulen. Ey, ich schwör's euch, heute Mittwoch, 7. September 2016, ich hab nur den ganzen Tag Bots gehabt, nur. Unfähig zu resetten, Mann, die hätten nur einmal vorfahren und resetten müssen, wir hätten gewonnen. Ja, schon wieder mehrere Artis, offene Flächen, TDs ohne Ende. E4 Jagd-PZ. Aber rechte Seite wegen den zwei Artis ist nix, weil die ziehen mir die ganzen HPs, hab ich keinen Bock drauf. 10er Batchet-Arti. Wieder mal typisch, ey, der Akku darf wieder keine E100 fahren. Oh cool, den hab ich gespottet. Wie geil ist das denn? Mhm. Interessant, ich bin auch. Kann irgendein Mensch mal bitte die Mitte machen? Alle fahren entweder rechts oder links. Mitte interessiert mal wieder keine Sau. Wassercamping. Perfektes Zusammenspielen vom Gegner. Hardcore-Gebotte wieder bei mir. Alle campen. Guck mal da hinten.
alle auf einen Haufen, Alter. Alle auf einen Haufen und tun nichts. Die gammeln einfach nur, verstehst du? Stehen da und gammeln, ey. Während hier wieder schon wieder die Action abgeht, gammelt da hinten schon wieder alles. Es ist der Knaller, Mann. Jawohl, jetzt kommen die natürlich hier wieder alles wegrudeln. Perfekt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gegner war Arti war auf, ne, übrigens. Hat wieder keinen interessiert, oder was? Komm, Arti, schieß doch mal auf irgendwas. Was hältst du denn davon? Sind doch Ziele auf, ne, Kollege? Könntest du doch mal auf was schießen, ne? Mhm. Wunderbar. So kann das laufen. Guck mal da hinten. Wie eine Traube. Wie eine Traube. Chillen alle. Die Grille von denen ist hier am Fighten. Unsere Grille ist da hinten am Chillen. Ach nee, nur die eine Grille ist da am Chillen. Die andere Grille ist hier, alles klar. Der ging voll durch ihre Panzerung. Hab ich ja mal was getroffen hier, oder? Ja, Arti, ne? Wie sieht's denn aus? Wir haben zwei Artis. Die Grille ist da Low HP immer noch am Leben. Wie sieht's denn aus? Wollt ihr nicht? Könnt ihr nicht? Seid ihr nicht fähig? Was ist los? Ja, guck mal, wo GW Tiger P steht. Pass auf, der kann da schon mal gar nicht wirken von dort aus. Beziehungsweise, der geht gleich auf und... Ey, was ist das für eine Arti-Position hier? Alter, was ist das, Alter? Da braucht nur einer vorfahren, dann ist der tot. Gott, der Allmächtige, ey. Ich schwör's euch heute, ne, was heute wieder abgeht, ey. Und es ist noch nicht mal Wochenende. Es ist noch nicht mal Wochenende. Das ist ja die Härte. Das kommt ja noch dazu. Komm. Packen wir mal den E5 rein. Oder weißt du was? Packen wir mal hier T57er rein. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Meine Fresse. Ey, wenn ich Arti wäre, ne, und ich hätte solche Ziele auf, boah, wie froh wäre ich, ey. Ich spiele Arti, keiner macht mir Ziele auf. Dann machst du denen schon die Ziele auf, dann stehen sie halt nur dumm rum und keiner nimmt die raus. Weißt du, da steht so eine Grille oben auf der Platte seit einer halben Stunde, ja. Kann mich in aller Genüsslichkeit von da oben rausnehmen und wir haben zwei fette Artis, die einfach nicht auf die Grille schießen, weißt du? Was willst du dazu noch sagen, ey? Was willst du dazu noch sagen, ey? Bewegung. Wie, du fährst in die Stadt mit deinem Centurion, Alter? Bist du Banane oder was? Bist du Banane oder was? Ja, erstmal schön verpissen alle, ne? Ich muss nicht geschoben werden. Ich hab einen Motor, du Idiot. Ich hab einen scheiß Motor, Alter. Ich hab Benzin getankt, alles.
Weißt du, nachher ist irgendwas, du willst rückwärts fahren, kannst du nicht, weil irgend so ein Mongo dich von hinten anschiebt, ey. Fahr mal lieber hier selber mit und mach mal dein Damage, dann passt das auch. Hier mal schieben, 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 ey. Was willst du denn da schieben jetzt? Als ob ich davon viel schneller werde. Und ja, ich habe schlechte Laune. Den ganzen Tag habe ich nur Vollmongos in meinem Team. Kriegt man irgendwann eine schlechte Laune, ey. Ist doch normal. Ghost Shell. Wunderbar. Dicker, ich schwör's dir, ich hab Ghost Shells, das ist unnormal. Einzigartige, fabulöse Super Ghost Shells. Wahl, Moonlager oder... Ja, korrekt. Wo ist denn unser Team wieder? Ach, Leopard 1 chillt an der Base. Ja, wunderbar. So braucht man das. Leo 1 chillt an der Base, während wir hier am Fighten sind. Ach ja, okay. Alles klar. Leo, chill einfach an der Base. Guck mal, hier kommt eine Badget, aber schieß nicht auf die Badget, okay? Chill einfach. Camp mal ein bisschen mit deinem Leo 1. Das machst du fein. So kann man Spiele gewinnen, Kumpel. So kann man Spiele gewinnen. Schön mit dem Leo 1 da an der Base rumchillen, ne? Weißt du Bescheid. Jetzt, wo die Badget nachgeladen ist, jetzt fährst du vor, ne? Du verkackter Vollmongo, ey. Übrigens, für die ganzen 9-mal-Klugen, ne, wenn die immer ankommen, du beschimpfst immer alle Leute und so, ey, das sind keine Leute, das sind für mich Panzer und irgendwelche Internetnamen. Ja, ich tue ja hier kein Bild von Instagram, Facebook oder irgendwie so Bilder von Gesichtern oder Menschen, so realen Menschen und beleidige irgendwelche Menschen persönlich, sondern für mich sind das irgendwelche Panzer, die random hier rumfahren und ich beleidige die Panzer und nicht irgendwie die echten Personen hinter den Panzern, also... Entspannt mal bitte mal eine Runde euren Möchtegern 9-mal klugen, ey, wie ich das hasse, Alter. Du darfst dich ja wohl mal aufregen, wenn die Leute sich blöd anstellen, ey. So, eine Runde E100. Ich wollte ja eigentlich die ganze Zeit E100 fahren.
Hier, Leopard 1, hier, guck dir den Helden. Soll ich mich nicht über den aufregen, jetzt mal ganz im Ernst? Mit 30.000 Gefechten, mit einem Tier 10 Medium da an der Base rumchillen, ey. Das Einzige, was der gemacht hat, der hat... Alter, der hat 10-mal geschossen, der Typ! 10-mal! 5-mal getroffen, nur einmal Damage, Alter. Auf was hat der geschossen wieder? Weißt du, der hat nicht gecheckt, dass das Ding zum Flankieren ist. Der stellt sich frontal gegenüber irgendwelchen knallharten Panzern, wahrscheinlich hier T110 E4 oder E3, ja, und prallt dann die ganze Zeit an dem ab und wundert sich, oder an der IS-7. Gott, der Allmächtige. So, eine Runde E100 noch. Hass! H-A-S-S. So, bei mir wird auch mal geschimpft und geflucht. Ich bin ein Choleriker, ihr wisst Bescheid. Ey, Dicker, ich krieg dauernd Leute mit 30.000, 25.000 Gefechten in mein Team, Alter. Die seitlich rausfahren, sich komplette HPs ziehen lassen. Dann, keine Ahnung, an der Base rumchillen mit irgendwelchen Mediums. Ich meine, wenn die Schaden machen würden, okay, aber dann... Hast du ja gesehen, geht der Leo da mit 300 Schaden aus dem Spiel, ey. Während alle anderen am Fighten sind, war der da. Ja, genau, hier werde ich nämlich rumcampen. Pass auf. This is a camper map. You push, we lose. You camp, we win. So. Erster Schuss AP. Nicht an die Front fahren, Kumpel. Mein Gott, ey. Das haben doch viele Menschen XVM, die müssen auch sehen, da ist einer, der hat über 70.000 Gefechte und wenn er was schreibt, das wird schon so seinen Sinn haben. Zumindest in Randoms ist das so, darfst du nicht pushen. Mir ist egal, wer in CB mit Top-Clans was macht oder so, aber hier in Randoms darfst du nicht pushen normalerweise. Das geht immer in die Hose. Bleiben wir mal bei AP, weil es sind... Das muss wehtun. Tja. So, M41 GF schon mal tot. Wunderbar. Da links pusht der Gegner. Dementsprechend muss ich dort jetzt helfen, sonst fallen die alle. Ich habe mir mal mittlerweile angewöhnt, wenn der Gegner da drüben so pusht, dann gehe ich, versuche ich helfen zu fahren, weil oder später zerdeppern sie alles. Einmal HE, den Rest schieße ich Gold. Ich weiß nicht, E100 macht einfach Bock. Ich weiß nicht, ich mag E100. Das ist ein echt geiler Panzer. Das ist schon sexuell attraktiv, E100, muss man schon sagen.
Die haben noch so ein 50B irgendwo da hinten. Muss man mal aufpassen, ne? Ja, hier die Herrschaften, wäre cool, wenn ihr mal mitkommen würdet. Das wäre echt wirklich sehr, sehr nice. Ja, Badget fährt natürlich nicht als erstes, aber was passiert denn noch? Oh Gott. Das war sowas von klug. Badget fährt vor mit null Panzerung und stirbt einfach. Ja, E5, wunderbar. Super sexy. Cool. Ja, nice. Die sind alle da hinten schön am Snipen. Schön, super schön. Super, super schön. Höchste Zeit mal hier zurückzufahren, wa? War ja ein astreiner Push jetzt gerade. Super nice. Da auf unser Team nicht Verlass ist, ziehe ich mich jetzt mal gepflegt zurück. Unser Conquera, ey, der geilste Typ ever. Guck mal, wo der steht. Oh. Lost Game, GG. Ach, wir haben so wie... pass auf, wir haben schon wieder so einen Leopard 1, der da hinten campt. Ist das geil. Wunderbar. Oh, cool. Das hier von allen Seiten, der Leo chillt da hinten. Alter, ist das ein geiler Typ. Alter, ist das ein geiler Typ. Guck mal den Leo an. Guck mal. Konkret ganz hinten rechts am Chillen gewesen. Ja, jetzt wird gestorben, Kollege, ne? Ja, jetzt wird gestorben, fleißig. Och, Grille, Full AP. Was machst du denn so? Erzähl mal. Alter, ich krieg Teams, Alter. Das ist nicht mehr feierlich, ne? Guck mal, der schießt noch nicht mal mehr. Der denkt, der kann jetzt abhauen, weißt du? In seinem Gehirn denkt er so, oh, wenn ich jetzt vorwärts fahre, komme ich davon und kann überleben. So mal umdrehen und schießen ist nicht. Der versucht jetzt wirklich tatsächlich abzuhauen. Alter, ey, bitte.
Millionen Jahre Evolution, Alter. Der Typ fährt einfach eine halbe Stunde geradeaus in der Hoffnung, er überlebt noch. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viel Damage hat diesmal der Leo 1? Oh, okay, der hat ein bisschen gesniped. So, Conquera, hier, ganz hinten rechts. Ein Schuss hat er abgegeben, okay. Ja, wunderbar. Bei 30.000 Gefechten, ein Schuss abgegeben, das ganze Spiel, okay. So, zack. AFK-Bot. Ey, ich bitte dich, Mann. Das ist doch ein schlechter Scherz. Das ist doch ein schlechter Scherz, sowas. Siehst du, wäre ich doch lieber an der Base stehen geblieben. Diese Erfahrung habe ich nämlich schon so oft gemacht. Deswegen fahre ich auch nicht mehr vor, ey. Genau aus dem Grund. Die pushen sich da. Hast du die Badget gesehen? Hier, der Knaller. Pass auf, jetzt ziehen wir uns mal die Badget rein. Die Badget da von uns. Weißt du, ich fahre extra schon vor, ne? Lässt er mich nicht vor, fährt als erstes vor und wird da komplett... Und och! 8000er WOT-Wertung. Wie hast du das denn hingekriegt, Kumpel? Ach so... 8000er WOT-Wertung mit KV-85 als meistgespielter Panzer. M6 und Löwe, jetzt verstehe ich's. Alles klar, Mann. Alles klar, Mann. Okay, kein Problem. Ja, also, wenn ihr noch mehr solche Rage-Videos sehen wollt, dann abonniert den Channel, abonniert auch meinen Kraftsport-Kanal. Dort heiße ich Akko the Persian Killer. Links unten in der Beschreibung, dort unten ist auch mein Facebook zu finden. Bis dann.